Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Ich will dir die Krone des Lebens geben, heißt es im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel. Das Wort Krone kommt in der Bibel häufig vor. In den Psalmen, im Zusammenhang mit Königen. Sie bekommen eine Krone, die ihre Erhabenheit, Macht und Pracht unterstreichen soll. Ganz wunderbar heißt es im Psalm 21, denn du, Gott, überschüttest den König mit gutem Segen. Du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm, langes Leben immer und ewiglich. Aber nicht nur Könige sind gemeint. Gott hat immer alle Geschöpfe im Blick, wie es der Psalmbeter im Psalm 8 staunend zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Eine Krone hat immer etwas sehr Schönes. Umso mehr bedauere ich, dass dieses schrecklich grassierende, gefährliche und todbringende Virus gerade solch einen Namen hat. Corona, was auf Deutsch Krone bedeutet. Der Grund dafür ist klar, es lag allein an seinem Aussehen, nicht an seiner Eigenschaft oder Wirkung. Denn darin verdient es diesen Namen überhaupt nicht. Das Virus Corona ist schrecklich, niemand möchte so eine Krone. Aber an eines erinnert mich dieses Paradox, dass der Name und die Eigenschaft so gegensätzlich sind. Gerade heute. Mitten in der Karwoche, in der wir an das Leiden und Sterben Jesu gedenken, denke ich an eine andere Krone, die ebenfalls nur vom Aussehen her Krone genannt wurde, aber nichts Glanzvolles bedeutete, sondern Leid und Schmerz bewirkte. Die Dornenkrone, mit der man Jesus verhöhnte, mit der man ihm absprach, König des Volkes Gottes zu sein, mit der man ihm in den Tod schickte. Keine Krone der Macht, sondern eher der Ohnmacht. Fast ein Symbol für die Gottverlassenheit, in der Jesus betete, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Dornenkrone ertragen.
um uns zu zeigen, selbst da, wo man im Angesicht des Leides meinen könnte, Gott hätte einen verlassen, ist er doch da und nah. Auch im Schweren gilt, Gott verlässt uns nicht. Dornenkronen sind menschengemacht, keine Kronen, die Gott verteilt. So wie auch Corona kein Virus ist, das Gott uns schickt, um uns zu strafen, sondern eher wohl der Mensch selbst dran schuld ist, dass es auf ihn überging. Gott denkt bei Krone immer an etwas Positives, an das Zeichen seiner Herrschaft, seiner Nähe, vor allem seiner lebensspendenden Kraft. So steht es im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung als letztgültiges Wort, das Gott sagt: Ich will dir die Krone des Lebens geben. Das ist sozusagen der krönende Abschluss. Und an diesem positiven Bild von Krone möchte ich festhalten. In der Passionszeit, in der Karwoche, in der Zeit des Coronavirus und in den Zeiten, in denen ich vielleicht das Gefühl habe, dass mein Leben gerade mit Dornen gekrönt wird. Gott verlässt uns nicht und wird uns zum Leben verhelfen mit ganz viel Kraft und Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.